Kunde hat tatsächlich ein Video gemacht zu ApoRed und das würde ich gern anschauen. Ist ApoRed unschuldig? Ja, mal schauen, was es da so zu sehen gibt. Ich bin gespannt. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Bevor es startet, eine kurze Meldung. Ich bin kurz davor, die 900.000 Abonnenten zu erreichen. Es wäre super nice, wenn ihr mich unterstützt. Einfach mal schnell ein Abo da lassen. Es ist nur ein kostenloser Klick und aktiviert die Glocke. Viel Spaß beim Video. Yo Freunde der Unschuldsvermutungen. Ich habe ja bereits am Montag. Alter, peinlich, wie er nach Abos bettelt. Einfach nur peinlich. Ich habe heute richtig Bock, Kuhnliefer fertig zu machen. Ehre. Ein Video gemacht, wo ich so ein bisschen auf die Sache von ApoRed vs. Carina, Sylvie und Co. eingegangen bin. Da haben mir einige vorgeworfen, dass ich mich zu sehr mit ApoRed beschäftige, aber gar nicht die Aussagen von Sylvie oder auch Carina benutze. Jetzt er hat wirklich die 900k geschafft, dann auch sogar 900, 2000. Ja, läuft auf jeden Fall. Läuft. Möchte ich quasi ein Video Glückwunsch. machen, wo ich zwar auch so ein bisschen auf das 50-Minuten-Video von ApoRed eingehe, was übrigens ziemlich gut geworden ist, aber wo ich vor allem auf die Aussagen von Carina eingehe und einfach mal gucke, wie glaubwürdig sie eigentlich ist. Denn für viele Leute hat Carina einfach grundsätzlich Unrecht. Und das aus einem ziemlich einfachen Grund. Sie wirkt einfach in der Diskussion unfassbar unsympathisch. Zum Beispiel hier. Nein, Mann, das geht so nicht. Du hast Frauen nicht so respektlos zu behandeln. So, und das hast du gemacht. Das ist kompletter Blödsinn. Du benimmst dich hier wie der letzte Affe. Sie schreit rum, lässt ApoRed nicht ausreden und haut die ganze Zeit so ein dummes Lachen rein, wenn ApoRed irgendwas sagt. Also ich meine, selbst wenn sie recht hat, dann gönnt man ihr das doch einfach schon gar nicht. Auch sowas hier. Behandelt man Frauen nicht. Hast du das verstanden? Kommt das bei dir an? Man sollte Frauen nicht so behandeln. Ja, da hat sie an sich natürlich erstmal recht, aber man sollte Männer doch genauso wenig beleidigen oder sehe ich das halt. Warum machst du aufgrund des Geschlechts einen Unterschied, inwiefern man die Leute halt beleidigen darf oder halt nicht? Das macht ehrlich gesagt keinen Sinn für mich. Einen Typen zu beleidigen ist doch halt genauso schlimm, wie das bei einer Frau zu tun. Mal abgesehen davon hast du in diesem Stream ApoRed selber einige Male beleidigt. Als Affe, Arschloch und Arsch. Also du warst doch selber kein Stück besser. Außerdem finde ich sowieso, dass viel zu krass auf diesen Punkt der Beleidigung eingegangen wird. Ja, ApoRed hat da einen Fehler gemacht. Er hätte nicht die ganze Zeit Sylvie so beleidigen sollen, aber er hat es doch direkt nachdem ja, er das Video hochgeladen hat, quasi auch wieder gelöscht, sich entschuldigt und eine neue Version hochgeladen. Also natürlich kann man ihn auch dafür kritisieren, gar keine Frage, aber was soll er sonst machen? Immerhin hat er seinen Fehler überhaupt eingesehen. Es gibt Leute wie Drachenlord, die seit 6 Jahren Scheiße bauen und immer noch so denken. Ich beleidige jeden, der mir helfen möchte. Bin zu jedem unfreundlich, vollkommen egal, was die zu mir sagen. Ich habe meine Adresse im Internet gepostet und gehe auf jeden Hater ein, der vor meiner Tür steht, um den Met zu geben. Ich bin der Einzige, der keine Fehler macht. Direkte Einsicht ist doch deutlich besser, als wenn man Fehler gar nicht einsieht oder erst nach Jahren. Natürlich kann man das erwähnen, aber ob man deswegen so krass da rumschreien muss und so ein Fass aufmachen, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ja, war halt unsympathisch, ne? Die Reaktion von ihr, beziehungsweise generell die Konversation, ist halt schon ziemlich, ziemlich lost, Real Talk jetzt. Genauso fällt sie ihm halt mega oft ins Wort, zum Beispiel hier. Lass mich mal bitte aussprechen. Man hat doch schon gemerkt, wie du gerade mich angesprochen hast. Hallo? Nein, 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 Carina, lass mich, nein, 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 nein. Bruder, Apo, R-E-D, der Echte redet gerade. Dass du einfach mal ruhig zu sein. Ja, das ist ja nicht heiß, das Einzige. Ich meine, guckt euch einfach mal die Live-Diskussion zwischen den beiden an. Carina hat das halt wirklich dauernd gemacht. Ständig lacht sie dazwischen, macht irgendwelche Gesten oder sonst irgendwas. Das alles hat doch in so einer Diskussion einfach rein gar nichts zu suchen. Und damit hat sie sich einfach komplett ins Ausgeschossen. So wie ich den Ball beim Fußball, Dominik, wenn ich moin. Mal habe. Also die 2 Kontakte pro Spiel. Dadurch, dass halt wirklich niemand handfeste Beweise hat. Also ApoRed kann ich das Gegenteil beweisen und Carina auch nicht, dass es passiert ist, spielt hier Sympathie eine riesengroße Rolle bei den Leuten, Theo, die belassen. Sich eine Meinung dazu bilden. Und da hat Carina, man muss es einfach mal so sagen, in der gesamten Diskussion einfach komplett reingeschissen. Guck mal, ne? Wenn das hier der Maßstab ist, ne? Guck mal, ApoRed Sympathie, ne? Die ist hier vorne, also hier. Hier vorne ist quasi ApoRed Sympathie, also hier, ne? Dieser Punkt hier so, ne? Das ist so, wie der ankommt, so, ne? Die Sympathie. Also das hier ist die Sympathie von ApoRed, ja? Die Sympathie. Und weißt du, wo deine ist? Tobi, grüß dich, Bruder. Aber auch abgesehen davon hat sich Carina in einer Sache nicht gerade sehr gut dargestellt. Sondern sie verspricht eine Art Respekt. Ich glaube, du bist ihr eigentlich relativ egal, weil sie hat mit richtig. Sie sagt halt hier, dass es ihr vollkommen egal ist, dass sie ApoRed nicht hasst und dass sie einfach keinen Bock auf ihn hat. Wenn man aber einfach dann mal so die Chatverläufe liest, wirkt das schon so ein bisschen anders. Also ich meine, sie will ihre Schulter in Salzsäure waschen. Natürlich, das war in einem Privatchat und wahrscheinlich auch so ein bisschen als Joke, aber das ist schon sehr übertrieben, um ehrlich zu sein. Dann hat sie sich zum Beispiel darüber beschwert, dass die Leute in diesem Raum halt ApoRed-Fans gewesen sind.
Wo ich mir auch so denke, okay, ich meine, die können doch feiern, wen die wollen. Also die haben da jetzt ja nichts gemacht, was soll das? Oder auch Philipp Steuer, der zum Beispiel halt der Meinung ist, ApoRed reimt sich auf Hurensohn. Ist, stimmt tatsächlich auch gar nicht, ich habe nachgeguckt. Ich meine, man sieht ja einfach schon, in was für eine Richtung das Ganze da geht. Also erst so sagen... Der Philipp Steuer ist bestimmt der Steuerberater von der Frau. Also erstmal suchen, so beleidigen, sehr, sehr nice. Muss man aber auch sagen, ist halt wirklich wieder ein Eigentor. Letztendlich ist es ein privater Chat. Und wenn ihr wüsstet, wie manche halt so aus Spaß schreiben, dann droppt man immer mal solche Sätze wie das und das reimt sich auf Hurensohn, keine Ahnung. Ihr müsstet mal in dieser einen Gruppe sein, wo auch Kuhne von mit am Start ist. Warte, ich glaube, das ist die Gurken... Warte ganz kurz. Wie heißt die Gruppe? Gurkensohn Defense Club. Also, dieser Chat ist wirklich, das ist auch cool, also ist Tim mit drin, Gaffi und so, es sind einige noch mit am Start. Das ist ja die reinste Beleidigung, also eigentlich fast nur so eine Beleidigungsgruppe, wo man halt auch nur die ganze Zeit irgendwas raushaut. Dementsprechend kann man auch nicht, kann man das jetzt nicht wirklich zählen, dass das jetzt hier so der übelste Hater ist. Das, was dort reingeschrieben wird, das ist noch viel mehr als dieses, das und das reimt sich auf Hurensohn. Ich mag ihn auch nicht, finde, dass er wesentlich sympathischer ist als diese andere. Ja, in den Videos kommt er definitiv sympathischer rüber, ne? Das muss man schon sagen. Sagen, dass einem halt ApoRed komplett egal ist, aber auf der anderen Seite dann so komisch gegen ihn lästern. Ich weiß nicht, Digga, das passt für mich irgendwie nicht so ganz zusammen, um ehrlich zu sein. Sie sagt ja in diesen Chatverläufen auch, dass er die ganze Zeit bei diesem fucking Schminken dabei gewesen ist. Zumindest ApoRed selber sagt ja in dem Video, dass er einmal rausgegangen ist, um sich, ganz wichtig, eine Coke Zero zu holen. Denn nur Zero-Produkte sind das Wahre. Das heißt, sollte ApoRed hier recht haben, hat Carina hier halt offensichtlich nicht die Wahrheit erzählt. Sie sagt in ihren Stories darüber hinaus zum Beispiel auch noch Folgendes. Zumindest in dem Video, was halt online ist, sieht das Ganze halt so ein bisschen anders aus. ApoRed hat tatsächlich ein, zwei Witze gemacht, und zwar sowas hier. Ich weiß nicht, was es sein soll. Mein Bizeps auf, mein Spaß. Red ist der King, also laber man nicht. Nehmen wir 300er Rapper mal mit. Alle sind Kämpfer wie Karate Kids und du weißt, wie es ein Schlimmer als Sport deiner Bitch. Aber ganz ehrlich, das hat ja nichts damit zu tun, ob man jetzt mega extrovertiert ist, ob man da die ganze Zeit den Cringe King gespielt hat oder sonst irgendwas. Der hat halt zwei Jokes gemacht, weil die Kamera lief. Ansonsten hat er da eher gechillt und die Leute haben auch eher wegen Paola gelacht oder wer auch immer die Kamera da gehalten hat. Also zumindest mit dem Bildmaterial, was uns vorliegt, lässt sich diese Aussage nicht so ganz nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Das Ding ist ja laut ApoRed auch, dass Abdel auf ihn gewartet hat. Ich habe dann Abdel auch einfach mal bei Instagram geschrieben, aber der ist wohl noch beschäftigt damit, Tanzverbot Rassismus vorzuwerfen. Der hat leider nicht geantwortet. In ihrer Story hat sie dann ja auch gesagt, dass sie halt mega viele Indizien hat. Und zwar die Chatverläufe mit Zeugen. Warte, wenn ich jetzt schreibe, dann kann man sehen, ob der das schon gelesen hat. Ja, stimmt. Alter. Abdel, er liest das, aber er gibt keine Antwort. Ich habe keine Ahnung, warum. Naja, gut. Das Video und die Rechnung. Also erstmal, wenn du im Video schon warst, dann ist die Rechnung ja kein weiteres Indiz, weil es war ja klar, dass du da warst. Also man sieht ja, dass ihr in einem Raum wart. So, was beweist denn die Rechnung dann halt noch? Ich meine, dass ihr beide da gewesen seid... Da widerspricht ja auch keiner, man sieht das ja in dem Video. Mit den Chatverläufen hat sie an sich erstmal recht, aber nur weil du halt Leuten etwas erzählst, sind das keine Zeugen. Zeugen sind Personen, die selber dabei gewesen sind, die das Ganze miterlebt haben. Ich kann jetzt ja auch jemanden umbringen, dann zu 10 Leuten gehen, sagen, dass ich das nicht war und dann mich bei der Polizei melden und sagen, ey, ich habe hier 10 Zeugen, die sagen, dass ich das nicht war. Ey, was wollt ihr denn noch? Also Jura auf jeden Fall durchgespielt. Dann sagt sie halt noch Folgendes. Schon seit einigen Sprüchen von ihm gefallen, wo ich mir dachte, oha, das ist grenzwertig, das sind Schülerinnen. Aber gut, die wurden da jetzt nicht begrapscht oder so. Und ich erinnere mich noch an so Sprüche wie, dass er gesagt hat, er ist der krasseste Rapper. Und was diese unangenehmen Aussagen jetzt eigentlich waren, wird halt auch nicht erwähnt. Im Video selber findet sich auch nichts, was auch nur ansatzweise auf diese Beschreibung passt. Natürlich ist nicht alles auf Kamera, gar keine Frage. Aber hier wäre es zum Beispiel einfach mal cool zu hören, was ApoRed denn überhaupt gesagt haben soll. Und ich finde jetzt so Dinge zu sagen wie, ich bin der krasseste Rapper, sind jetzt auch keine Dinge, wo man sagen kann, das ist aber super unangenehm, das vor Minderjährigen zu sagen. Immerhin ist es ApoRed. Der aller echte, yeah. Was kann man also abschließend dazu sagen? Naja, auf der einen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass Carina einfach random irgendwie 6-7 Leuten so eine Story vor 4 Jahren geschrieben hat, um heute 4 Jahre später das Ganze zu veröffentlichen und so ein Fass aufzumachen, weil
Ganz ehrlich, was hat sie eigentlich davon? Auf der anderen Seite finde ich das halt schon wirklich sehr, sehr risikoreich, sollte ApoRed hier lügen. Das Ding ist ja folgendermaßen. Wir warten ja eigentlich immer noch darauf, dass Mimi vielleicht den einen oder anderen Beweis früher oder später dazu veröffentlicht. Und wenn es auch nur eine einzige Sache gibt, die Mimi beweisen kann, wo ApoRed irgendjemanden sexuell belästigt hat, das müssen nicht mal Sylvie oder Carina sein, dann ist die Glaubwürdigkeit von ApoRed halt komplett unten. Jeder wird denken, er hat gelogen und er ist in der YouTube-Szene einfach komplett unten durch. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass es zwar echt mega unangenehm ist, wie sich ApoRed bei Carina verhalten haben soll, aber ist es überhaupt schon sexuelle Belästigung, jemanden am Rücken zu massieren und dann aufzuhören, so... Wer eine andere Person sexuell bestimmterweise körperlich berührt und dadurch belästigt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe bestraft, wenn nicht die Tat... Naja, wenn sie das nicht möchte, also wenn sie sich dadurch belästigt fühlt, ist das halt eine sexuelle Belästigung. Scheinbar. Ist halt so. Sobald die andere Person das nicht möchte, ich denke sogar eher, dass das halt nicht mal sexuelle Belästigung ist, auch wenn es natürlich absolut creepy und unangenehm ist. Das heißt, selbst hier hätte ApoRed einfach sagen können, ja, das war so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was mich geritten hat, das ist mega lange her, ich mach sowas heute nicht mehr, es tut mir mega leid. Damit wäre das ganze Ding halt sowas von gegessen gewesen und er würde nicht so hoch pokern, dass wenn doch irgendwas rauskommt, ja, er seinen Kanal löschen kann. Das Beste wäre halt eigentlich, wenn sich die Leute aus dem Raum einfach mal melden. Also entweder die Zuschauer von ApoRed, Abdel, Paola oder wer da halt noch so drin ist. Denn die Leute könnten zumindest mal diese ganzen Fragen klären, ob ApoRed da wirklich die ganze Zeit Witze gemacht hat, ob er sehr unangenehme Aussagen getätigt hat und was da sonst noch so gelaufen ist. Und man würde halt am Ende wissen, ob ApoRed tatsächlich noch im Raum geblieben ist oder nicht. Das ist das Einzige, was wir im Grunde machen können. Aber die Leute antworten ja irgendwie nicht. Falls ihr die Zuschauer seid, die da geschminkt worden sind, dann meldet euch doch bitte bei mir, damit ich nochmal extra Klicks bekomme. Ich denke, aufgrund der Fakten würde ich hier sogar eher auf ApoReds Seite stehen. Vor allem, da er das Ganze halt viel ruhiger und sympathischer rübergebracht hat. Ich möchte hier übrigens aber generell nochmal sagen, dass ich halt auf keiner Seite stehe, auch nicht bei meinem ersten Video. Ich würde mir sogar eher wünschen, dass ApoRed das nicht gemacht hat, weil das wirklich schon sehr harte Sachen sind, die da passiert sind. Und um ganz ehrlich zu sein, fand ich ApoRed, wo ich ihn getroffen habe beim Webvideopreis bei der Aftershop-Party, wirklich sehr sympathisch. Und ich finde es dann immer schade, wenn solche Leute in sowas verwickelt sind. Außerdem hat er ja durch sein Content schon genug Dreck am Stecken gehabt, also irgendwann ist ja auch mal gut, oder? Ich will jetzt zum Abschluss... Naja, aber wie gesagt, noch ist ja nix. Keine Ahnung, noch wissen wir jetzt nicht, was passiert ist, ob ApoRed nun im Recht liegt oder nicht. Dementsprechend, das klingt halt jetzt so, als wäre ApoRed definitiv unschuldig. Ich kann euch verstehen, wenn ihr sagt, das Ganze ist so, dass ApoRed jetzt gerade sympathischer rüberkommt und auch dadurch, dass es sehr selbstüberzeugend ist, dass er halt im Recht liegt, aber noch wissen wir es halt nicht. Schluss auf jeden Fall noch mal kurz was zu Mimi sagen, denn das letzte Video von ihm fand ich ehrlich gesagt ziemlich wack, zum Beispiel sowas hier. Und Red behauptet in Insta-Stories einfach, dass die Verläufe gefotoshoppt sind. ApoRed hat doch selber gesagt, dass er diese Screenshots überprüfen hat lassen, um zu schauen, ob das gefaked ist oder nicht. Er hat sogar später in der Story gesagt, dass das halt nicht gefaked ist. Er hat das auch nur behauptet, weil das halt viele Fans meinten und nach der Überprüfung war aber klar, diese Chats sind halt echt. Das lässt Mimi aber komischerweise weg. Auch die Tatsache, dass man halt wirklich... Das ist eine krasse Sache, die du gedroppt hast, Digga. Also ich meine, das mit Carina jetzt mal hin und her, aber bei Sylvie, also dass du da hingehst und ihr sagst, ja, du kannst dich ein bisschen erkenntlich zeigen, ist halt schon echt krass drüber, um ehrlich zu sein. Du behauptest halt einfach, dass 2 Leute dafür verantwortlich sind und zeigst keine Beweise. Du entschuldigst dich ja nicht. Hey, schön, dass ihr da seid, Leute. Kuss geht raus. Mal hinterher für diese Aussage, sondern nur dafür keine Beweise gezeigt zu haben. Und ja, es kann sein, dass du zu 100% beweisen kannst, dass ApoRed und Leon Mascher waren, aber das durch diesen Gerichtsprozess halt nicht zeigen darfst. Aber dann kannst du solche Aussagen nicht droppen. Ich meine, du musst mal überlegen, ganz YouTube Deutschland brennt, ApoRed ist bei richtig vielen Leuten einfach komplett unten durch und Leon Mascher faked immer noch seine Videos. Und du sagst einfach so, ja, das hätte ich nicht sagen sollen, Digga, tut mir leid. Also, ey, es kann halt Real Talk sein, dass... ApoRed dadurch Werbepartner verliert und dadurch halt schon am Arsch ist oder Nachteile bekommt. So allein das ist halt schon mega hart. Ne, einfach nur, weil jemand gesagt hat, oh ja, hat jemand sexuell belästigt. So kannst du Zeuge, die Leute kann da sein, eigentlich nicht stehen lassen, um ehrlich zu sein. Ich finde diese Aktion von Mimi halt wirklich super schwach, weil ich seine Paybacks ansonsten halt wirklich sehr, sehr... Ey, ohne Scheiß, ich denke mir auch so langsam, dass Mimi da Zeuge ist, ne? Aber Mimi hat sich doch schon irgendwie so ein bisschen, was heißt entschuldigt? Er hat das doch in den Kommentar geschrieben, dass...
er keine genauen Beweise, glaube ich, hat. Habe. Aber so eine Aussage macht das dann halt zu einem Teil auf jeden Fall wieder kaputt, weil das einfach unprofessionell rüberkommt und die Paybacks ansonsten ja wirklich von der Recherchearbeit her bei 110% gewesen sind. Im Endeffekt müssen wir halt jetzt einfach gucken, wie sich das Ganze halt entwickelt und ob sich vielleicht noch andere Personen zu Wort melden. Wie gesagt, am besten die, die mit in diesem Raum gewesen sind. Obwohl ich halt immer so ein bisschen AC, kritisch gegen Red eingestellt war, zumindest was sein Content früher angeht, heute finde ich, ist er ein ganz normaler YouTuber, hat er sich hier deutlich besser und sympathischer verhalten. Daher gibt es zumindest nach den öffentlichen Informationen für mich keinen Grund anzunehmen, dass UpRed Carina oder Sylvie sexuell belästigt hat. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Was sagt ihr dazu? Okay, also Anzeichen, ja, ohne Beweise gibt es aber auch keine Anzeichen, dass Carina lügen sollte. Ist genau das gleiche auch mit UpRed. Dementsprechend, wir stehen immer noch bei 0.